Und selbst wenn das nicht so im Vorfeld nicht so gesehen wird, also das ist schon eine wichtige Sache, denn im Bereich der Kindertagespflege, gnädige Frau, dank Ihrer Hilfe, machen wir doch einen Quantensprung nach vorne. Bisher war Kindertagespflege zu Hause, die Mutter, die Tagesmutter hat Kinder zu Hause dann betreut über einen bestimmten Zeitraum. Wenn die Mutter mal Urlaub machen wollte oder wenn die Tagesmutter mal Urlaub machen wollte, okay, das konnte man vielleicht noch packen, aber wenn Krankheit und Ähnliches da war, dann hatten die Kinder keine Betreuung. Und deshalb sind wir schon geraume Zeit daran, uns im Bereich der Kindertagespflege neu auszurichten, zu verbessern, ein zuverlässiges Angebot zu machen. Und das zuverlässige Angebot, das haben wir jetzt hier in Frankenberg als unseren ersten Standort auch hinbekommen oder bekommen das hin. Immer wenn halt so eine Tagesmutter, die das ja zu Hause macht, ausfällt wegen Krankheit, dann haben wir hier eine Räumlichkeit, in der die Kinder, die von der Tagesmutter ansonsten betreut würden, dann hingehen können. Und da ist eine andere Tagesmutter, die sich um die kümmert. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Relativ einfach und trotzdem genial, dass wir herausgefunden haben, dass so etwas funktioniert. Und dafür verantwortlich und so weiter, außer bezahlen, alles Frau Badbech-Kört vom Fachdienst Jugend. Die kann auch da mehr erzählen. Und Herr Wetzel vom Fachdienst Gebäudewirtschaft, der hat sich darum gekümmert, dass wir die angemieteten Räume mit Sicherheit, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn ja so hergerichtet haben, dass das wirklich astrein ist. Und übrigens, Herr Wetzel, die Dame hat schon auf Sie aufgepasst, da werde ich jetzt. Alle mal. Also ich war in guten Händen. Ja, das ist mir klar, das sind wir bei ihr immer. Also das ist eine schöne Sache. Frau Packberg-Kört kann vielleicht mal etwas ausführen. Ich kann auch mal versetzt sagen, die Kinder, die wir in der Tagespflege haben, das entwickelt sich auch nach vorne. Wir sind auch der Meinung, dass wir das Angebot deshalb verbreitern müssen, weil immer mehr Familien die Tagespflege benötigen und brauchen. Es ist ja durchgängig so, dass in der Familie beide Elternteile berufstätig sind, wenn es denn beide Elternteile gibt. Und ansonsten, wenn es so einen Elternteil gibt, dann ist der auch berufstätig. Und wir haben es in unserer Gesellschaft auch immer mehr mit unregelmäßigen Arbeitszeiten zu tun, an Abenden, an den Wochenenden und. Und dafür braucht es eine verlässliche Betreuung und die kann in den Kindertagesstätten, das ist ja das Kernangebot, nicht immer angeboten werden. Wir müssen auch Anstunden betreuen, wir müssen uns um die Kinder von Eltern kümmern, die halt wirklich für die Angebote in Kindertagesstätten nicht ausreichend sind. Deshalb haben wir ja die Kindertagespflege in all den Jahren, ich kenne das jetzt auch schon viereinhalb Jahre, glaube ich, gut ausgebaut. Ja. Wir beiden vertragen uns ja auch. Ne? Ja, wir hören das auch. Und jetzt, das ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist jetzt halt, dass wir in der Mittelzentrum feste Stationen haben und dann Verpflegung gemacht werden. Dort geht der nächste Fahrrad weiter, oder? Ja, im Herbst. Im Herbst? Mhm. Naja, aber machen Sie mal. Und wenn Herr Paulus und Herr Dudek Fragen haben, dann können Sie die auch beantworten. Ja. Sie sind da viel mehr im Thema. Ja, Kindertagespflege ist sozusagen ein wichtiges Thema geworden, seit wir 2013, glaube ich, seit 2013 gibt es ja den Rechtsanspruch von über einjährigen Kindern auf den Betreuungsplatz. Und Kindertagespflege ist sozusagen in klassischer Weise für ein- bis dreijährige zuständig oder null- bis dreijährige, weil das gerade in dem Bereich ja, eine gute pädagogische Ausrichtung ist. Fünf Kinder dürfen von einer Kindertagespflegeperson betreut werden. Die sind ihr pädagogisch zugeordnet, das heißt, das sind relativ kleine Gruppen. Hier haben wir jetzt eine Großtagespflege. Zwei Tagespflegepersonen dürfen 10 betreuen. Das ist überschaubar und das ist für die Kleinen eine wunderbare Geschichte. Wie Sie schon gesagt haben, ist das eigentlich eine häusliche, so eine Alltagspädagogik, wie man das nennt, weil das so im normalen Leben ja stattfindet eigentlich. Es ist aber mittlerweile auch möglich, dass man das in angemieteten Räumen machen kann. Das machen wir hier. Und wir haben das aber dank Herrn Wetzel hinbekommen, oder er hat es hinbekommen, dass das sozusagen diesen häuslichen Charakter hier behalten hat. Das werden Sie gleich sehen, indem aus diesem einen Raum, den wir hier hatten, sozusagen, naja, dass so ein Wohnungscharakter bekommen hat, wohl mit einem Betreuungszimmer, mit einer Küche, mit einem Schlafzimmer. Natürlich haben wir auch diese pandemischen Sicherheitsbedingungen einhalten müssen, das ist ja klar. Und ja, wir haben ungefähr 75, 80 Tagespflegepersonen, meistens so insgesamt im Landkreis. Hier in Frankenberg und Umgebung haben wir zurzeit 11, eigentlich 12, aber die eine ist schwanger, setzt jetzt für ein Jahr aus, weil die gerade ein Baby, also demnächst ein Baby bekommt. Und ja, wie Herr Frese schon gesagt hat, wir setzen auf dieses sogenannte Stützpunktmodell.
Wir sind ein Flächenlandkreis, das wissen Sie alle, viel Fläche, wenig Einwohner. Wir müssen natürlich gucken, wie wir dem sozusagen neben den eigentlichen Bedingungen von der Kindertagespflege auch Rechnung tragen können hier. Und da ist dieses Stützpunktmodell, wie wir uns gedacht haben, eine ganz wunderbare Idee. Die beiden Vertretungskräfte, die wir gleich kennenlernen, die sind da drin und warten auf uns, die halten den Kontakt zu den umliegenden Tagespflegepersonen und Kindern, einfach damit die Beziehung da schon mal aufgebaut ist. Denn das Entscheidende bei Vertretung ist ja immer, dass die kleinen Kinder sich nicht wieder neu eingewöhnen müssen, sondern dass die Vertretungskräfte schon kennen und auch die Vertretungsfreundlichkeit. Und das schaffen wir, indem zum einen die Vertretungskräfte, die sozusagen die Beziehung halten, indem die Besuche bei den umliegenden Tagespflegepersonen machen und zum anderen die Tagespflegepersonen mit den Kindern hierher kommen und auch hier Besuche machen. Oder die Eltern auch, ne? Ganz genau. Auch die Kinder mit ihren Kindern hier zurück. Ganz genau.